Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute wieder in Pasing, zusammen mit einem Hund und zwei Herren. Wir wollen hier ein bisschen über Stadtteilgestaltung sprechen. Nicht, was jetzt tatsächlich gemacht wird, sondern was man machen könnte. Und der Herr hier vor mir, ehemaliger Bildhauer, Herr Hirschmann, der hat hier, man sieht das wunderbar, noch abgedeckt, beim Brunner herbaut. Wissen Sie, dass dort mit gegangen sind, dass Sie auf die Leute vom Eschenhof zugekommen oder ist es andersrum gelaufen? Das läuft schon so, dass ich mich letzten Endes schon bemühe und einmal anfrage oder nachfrage, ob bei so einem Riesenumbau wie hier auch an was Künstlerisches gedacht ist. Ja. Und wenn ja, dann mache ich ein kleines Modell, 1 zu 10, was ich für Idee und Vorschlag habe. Und dann wird das so Schritt für Schritt wird das dann fortgesetzt. Aber wie entsteht so eine Idee in einer? Das kann ja nicht bloß was mit der räumlichen Möglichkeit zu tun haben. Da muss ich mich unbedingt mit dem gegebenen Platz auseinandersetzen. Ja. Zeichnerisch muss ich x Ideen aufzeichnen. Was passt da her? Ob was Rundes. Wie lange wohnen Sie denn in Pasing? Wie lange sind Sie hier ansässig? Ja, schon 40 Jahre ungefähr. Haben Sie den Bauernhof, also den Kurstädter, noch miterlebt? Der war ja nicht da. Der Kurstädter war hier, da war dieser kreisliche Bauernstädt. Und vorne war ein Standl und da habe ich als 5-, 6-Jähriger immer eine Fix und Foxy gekauft. Ja, nicht? Und ja. Wenn man eine Fix und Foxy gekauft hat. Gibt's die noch eigentlich? Ich weiß nicht, ob es Fix und Foxy noch gibt. Vom Kauka. Jedenfalls hat es dann hinten ein bisschen nach Kier rausgerollt. Ehrlich? Ja, und das war so eine Mischung aus Kaugummi, Kier und Mauerarm. Es war herrlich. Das waren so Gerüche. Und das war, da drin hat eine Freundin von meiner Oma gewohnt, das war der Bauernhof, die haben Nassel geheißen. Und da vorne sehen Sie diese Skulptur, da vorne ist nicht von Ihnen, oder? Nein, das ist nicht von mir. Aber schauen Sie, das, was hinter Ihnen steht, also wenn du mal kurz drüber schwenkst, das ist sowas, wenn man sich das vorstellen könnte, was Sie machen, das ist aber nicht in München. Ne? Der Brunnen das ist aber in Tölz ist das, ja, genau. Wie viele Brunnen haben Sie eigentlich in Ihrem Leben insgesamt gemacht? Ja, ich habe nicht nur Brunnen gemacht, das war immer wieder von Fall zu Fall. Gell? Ja. Ich habe auch, der Bereich Porträt war bei mir sehr wichtig und auch Kirchenarbeiten. Gestaltung, ja. Kirchenarbeiten, Gestaltung. Wie wichtig war da die Kirche als Auftraggeber? Hälfte, Drittel? Ja, Drittel vielleicht. Drittel. Gell? Ja, Drittel. Also, es war verschieden, einmal öfters, einmal weniger wieder. Gell? Wissen Sie, Herr Krumpholz, der Unterschied zwischen ihm und Erna und mir ist, mir merkt er, dass was fällt und er weiß, was fällt. Verstehen Sie? Ja, das ist gut so. Ja, und, das ist mein geschultes Auge, mein geübtes Auge, dass ich da überlegen kann, gell? Und was gäbe es denn? Wir haben auch gerade im Café vorher mal zusammen gesprochen und da hat er gesagt, wir dürfen, weil er ja immer so die Ideen auch einbringen will, hier bei den aktiven Zentren und sowas. Und er sagt, wir müssen ein bisschen vorsichtig rangehen, damit dann die Leute nicht irgendwie meinen, machen wir jetzt da das ganze Fernsehen verrückt und alles. Aber es ist ja wichtig, dass die Öffentlichkeit mal weiß, dass eben die Pasinger sich auch Gedanken machen. Weil sonst heißt es immer wieder, die Pasinger machen sich keine Gedanken über den Stadtteil. Und das ist falsch. Das geht noch weiter. Ich als Otto-Normalverbraucher, der halt keine künstlerische Schulung hat und kein künstlerisches Auge, ich spanne ja, dass irgendwas fällt und irgendwas nicht passt. Mhm. Und wenn ich halt dann von jemandem wie von Erna her, dass tatsächlich was nicht passt und dann auch noch eine Alternative gesagt bekomme, was man oder wie man was passend machen könnte, dann weiß ich halt, dass ich nicht der Depp bin, verstehen Sie? Sondern dass in mir tatsächlich irgendwas richtig funktioniert. Ja. Und das ist das Entscheidende. Meine Sache, wichtig ist eigentlich, dass ich jetzt das, was ich da einbringe, als Pasinger einbringe. Ja. Nicht, dass ich jetzt irgendeinen Auftrag vielleicht mir da, denke, sondern als Pasinger bringe ich eine Idee ein, wie da es eventuell ins Gespräch kommen könnte, was man verschönern oder verbessern könnte. Ja. Und das geht es mir in erster Linie. Gell? Wir machen jetzt einen kleinen Standortwechsel, Damen und Herren. Wir gehen jetzt zum Viktualienmarkt, und zwar nicht zum Münchner Viktualienmarkt, sondern dem Pasinger, der auch hier im Pasinger eine ganz entscheidende Rolle spielt und der auch ein bisschen Farbvertrauen kann. Und wie sowas ausschauen kann, das schauen wir uns jetzt gleich zusammen an. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, der Herr Hirschmann hat uns jetzt gerade bei unserem Weg zum Viktualienmarkt nur auf was aufmerksam gemacht, weil er so recht hat, nämlich schauen Sie auf diese Bank. Es ist ja nicht verkehrt, wenn es überhaupt nur Bank gibt, wo man sich hinsetzen kann. Aber Ihrer Meinung nach ist der Platz für die Bank falsch gewählt. Ja, er ist zu nah an einem Omnibus und da komme ich ja und sitzt ja kein Mensch, da kann man ja nicht sitzen. Doch, Leute, die sich für Omnibus interessieren. Ja, freilich, die vielleicht warten. Aber es ist nein, die so haben eine... die haben da drüben eine Bank. Die warten drüben. Das ist das Interessante. Verstehen Sie das? Gut. Ist ja recht, zum Warten ist ja eine Bank da.
Aber man hat ja so eine große Fläche hier, ja. Da hätte ja da einmal eine kleine Oase hergehört mit Sitzgelegenheiten, ja. Wo man mal ein bisschen Pause machen kann. Ja, ja. Und nicht vor einem Bus. Und es ist ja schade um so viel verlorene, breite Fläche, die nur zugepflastert ist. Ja, ja. Und keine Gestaltung hat. Also. Aber hier gibt es sowieso so Mysterien. Wenn Sie mal nur diese Baum anschauen. Du, Herr Kameramann, sag's mir kurz. Jetzt mal rauf auf die Bäume und ein bisschen weiter nach rechts rüber, weil diese Bäume, es ist ja wunderbar, wenn Bäume gepflanzt werden, aber wenn man die so nah zur Oberleitung von der Straßenbahn hinpflanzt, dass also jeder, der ein bisschen Ahnung von Elektrotechnik hat, sieht, ja, und vor allem, wenn die nass sind, ja, Sturm, Regen, genau. Fällt da was runter und schon gibt es einen kurzen dann, genau. Ja. Die Straßenbahn steht. Aber Sie sehen, mit wie viel Hirn und Einfühlungsvermögen Städteplaner manchmal zugange sind, gell? Ja. Wenn Sie als Künstler sowas machen, dann? Ja, ich würde schon da viel mehr Gestaltung reinbringen. Mir wäre das viel Am Brunnen irgendwo hinbaut, wo kein Wasseranschluss ist. So war das gewesen, oder? Genau, genau. Oder mal kleine Wasserspiele zwischendurch. Gell. Also, kleines Intermezzo hier. In der Landsberger, jetzt ist es die Landsberger Straße. Da vorne wäre es am Bodenseestraße vom Marienplatz. Und jetzt gehen wir weiter. Bitteschön. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, jetzt sind wir also vor dem Pass in der Viktualienmarkt und der Hirschmann ist ein bisschen ratlos. Ja, ratlos sind Sie nicht. Fahren Sie mal mit dem Radl. Ja, ich fahre immer mit dem Radl. Ja, also nicht ratlos, aber bei der Ansicht dieses neuen, wie sagt man am besten, dieses, was ist das eigentlich, so also ein Baumschutz? Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, also was da geschützt werden sollte. Oder? Ja, halt die Rinde vom Baum, die Borke, damit wenn man ein Radl hinleint oder lohnt, dass dann halt die Rinde nicht beschädigt wird. Ja, das ist mir noch, überhaupt keine Ahnung, habe ich dort. Oder ich finde es ist passend zum Design des Stuhlmodell München. Was auch so schön grau ist, am Marienplatz. Stuhl hat das auch nichts zu tun, gell? Albert. Da haben sie auch was weggeflext, schaut, da haben sie also irgendwas weggeflext, waren das so Poller oder was? Da waren, glaube ich, so Säulen mit so Ketten oder so, oder? Nein, da war nichts da vorher. Aber da war was gewesen, schauen Sie hier, da. Da sieht man sogar noch die Abfallkörbe. Nein. Aber nicht Viere. Nein, auch nicht. Sie sehen, bei uns macht es eine gewisse Ratlosigkeit breit. Wobei wir jetzt eigentlich über Gestaltungsmöglichkeiten sprechen wollten, gell? Ja. Künstlerische. Ja, genau. Und keine genau. Bauschlosserhaften. Genau, und da wird sich dieser Bereich eigentlich anbieten. Baum ja, was wollten allein Sie da machen? Auch ein bisschen langweilig ist es. Da müsste da unten einfach noch eine Formulierung her, eine Gestaltung her. Mhm. So wie ich es jetzt auf dem Modell gezeigt habe, gell? Also Sie hätten da so Stelen aufgestellt? Da hätte ich diese farbigen Stelen aufgestellt. Ja. Dass wenn man da hergeht und schaut, dann hat man fürs Auge ein bisschen stehen bleiben kann. Und dass ich mich da ein bisschen wohlfühle. Und ein kleiner Blumenschmuck dazu. Ja. Sie wissen ja, dass man mittlerweile in größeren Weltstädten so Gehbereiche hat, wo die Leute auf ihr Handy starrend, praktisch ohne irgendwelche Pfosten, genau, das ist dass sie also nicht gegen irgendwas hinsausen können. Genau. Vielleicht ist das so der erste, verstehst du, dass der Pasinger Handybesitzer nicht Angst haben muss, dass er irgendwo drüber fliegt. Ja, gut, also ein Schutz für die Smombies, die heißen glaube ich Smombies, heißen die. Ja, so kann man das ja ein bisschen lustig aber sein. Ich glaube auch, dass die Straße, einst ja wirklich eine der Flaniermeilen neben der Gleichmannstraße, die ja hier drüben ist, das verdient hätte, sage ich mal, nachdem ja das alles sehr sich zurückentwickelt hat von der Flaniermeile. Wir stehen ja hier auch vor einem traurigen Geschichtel, ne, der nach 40 Jahren ist auch zu oder 50 Jahren. Ich glaube, dass die Straße es verdient hätte, ein bisschen mehr Farbe, sodass es auch ansprechend ist. Da drüben ist natürlich das Highlight unserer Bäckerstraße, unser Viktualienmarkt. Und da hat ja der Albert auch schon ein paar Ideen vom Eingang, der wird ja, dann auch demnächst. Das war eigentlich meine Idee, dass der Viktualienmarkt, das ist doch noch eine kleine Mitte vom Pasing, dass man den ein bisschen eine Gestaltung gibt mit Blumen und einfach was Interessantes, dass der Eingangsbereich eine schöne Gestaltung hat. Und dass man da gern hergeht und gern zum Einkaufen geht. Und dass das ein bisschen sich abhebt von allen anderen Eingängen. Ja. Es sind immerhin keine rostigen Radl da, außer diese
dieser Gepäckkorb. Da ist sogar ein rostiger Gepäckkorb da. Aber das stimmt schon, Sie haben so recht. Das ist einfach jetzt so funktionell, gell? Alles ist lieblos. Man will ja von alle Seiten begehbar machen. Ja, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Was ich immer Angst habe, und da sind ja die ganzen Märkte betroffen in München, dass das wieder alles zu lange dauert, die Leute vertreibt, ja, verscheucht und die Markttreiber im Dreck irgendwann ersticken wieder ein Jahr lang. Also die humane Umbauweise, die hat mir am meisten freuen. Ob es sowas gibt, weiß ich nicht. Aber ich finde es wirklich, Damen und Herren, jetzt mal ohne Schmarrn, jetzt mal rein von der Funktion her, ich finde es ja nicht schlecht, wenn man praktisch so ein paar Mal ein bisschen was kurz da holt. Aber früher hat man sowas mit Grün gemacht. Da hat man jetzt nicht unbedingt das Polizeiauto grün hergenommen, sondern hat man doch diese Wandel gehabt und ein bisschen ein dunkles Grün, gell? Ganz also so farbig zum Baum. Und heute alles grau, grau, grau. Oder ein bisschen eine Form geben. Ja. Nicht bloß viereckig, vielleicht eine Idee dahinter. Von der Formgebung irgendwas Rundes oder ja, aber das ist genau das, was halt Stadt, ja, aber das schaue ich heute Stadtgestalter. Weil, das wissen Sie wahrscheinlich selber, sobald Sie eine Form, einer Sache eine Form geben, finden es fünf, denen die Form gefällt. Aber Sie finden auch fünf, die sich fürchterlich über die Form aufregen, oder? Dann macht man am besten alles gerade und man macht nichts mehr, weil dann gibt es keine Kritik. Ganz genau. Kann man nicht mehr kritisieren. Kann man die Behörden nicht mehr kritisieren, weil es ist alles leer und einfach. Genau. Standard nennt man das dann auch gerne. Genau. Also das müssen wir jetzt nicht vertiefen, Damen und Herren. Sie wissen sicher, was ich meine. Grüß Sie. Hallo. Grüß Sie. Ich wollte nicht daher. Ich wollte nicht mit ja, aber ich habe heute an Sie gedacht. Echt? Das ist ja schön. Weil ich den Herrn gesehen habe im Bus. Und da dachte ich mir, das ist also, der. Dann, wir müssen jetzt Privatgespräche führen. Ich hoffe, Sie sind uns nicht böse. Aber wir werden jetzt nur privat vertiefen. Die Wirkungsweise von grauen Farben und von geraden Formen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Gestaltung. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.